So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von JFD Brokers. Zunächst der Risikohinweis und dann geht's auch gleich zum DAX. Hier sieht man, dass die Kursverlierer, also die Prozente der Kursverlierer gegenüber den Kursgewinnern dominieren. Da ist die RWE-Aktie, die gestern ja über 16% zugelegt hat, auf der Verliererseite eine K&S und die Volkswagen-Aktie, die gestern schlechte US-Zahlen präsentiert haben, nach dem Abgasskandal. Der DAX steht im 15-Minuten-Chart weiter an der 200-Tage-Linie. Hier das gestern im Video eingezeichnete Verkaufssignal und dann eben den Kursrücksetzer an die 200-Tage-Linie, was hier präferiert war, aber nicht als extra Setup eben präsentiert worden ist. Aber hier kämpft er weiter an der 200-Tage-Linie. Eine richtig gute Unterstützung hat der DAX bei 11.780. Von dort aus könnte es dann eine größeren Rebound geben. Die Marke schauen wir hier in der Stunde an. Hier lag ein Vorgänger hoch und dann würde auch hier in dem Bereich von 11.170 die Rainbow-Unterkante verlaufen. Im Tageschart wäre hier die Marke eben der EMA 10 bzw. eben die Oberkante des Rainbows. Also hier könnte man dann einen spekulativen, kurzfristigen Long-Versuch dann starten, sollte es in der unteren Zeitebene eine Umkehrkerze geben. Das wäre eigentlich zum DAX zunächst alles. Also hier aktuell liegt er für mich in einer neutralen Zone, also da ist weder jetzt groß die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt wirklich hier runterfällt oder erstmal wieder ansteigt. Also die zwei Marken bei 11.350 wäre für mich eine antizyklische, ja sehr spekulative Short-Marke oder hier dann eine Long-Marke. Dazwischen braucht man aktuell den DAX kurzfristig nicht zu handeln, meiner Meinung nach. Kommen wir zu den Setups. 3M, amerikanischer Dow Jones-Wert, konnte sich ja bisschen leicht nach oben absetzen, aber trotz einer starken US oder einem starken Dow Jones konnte die Aktie nicht über das letzte Hoch gehen. Also hier bleibt der Wert schwach und kann hier eigentlich darauf weitersetzen, dass der Wert hier die 100, ja zumindest der EMA 38 angelaufen bei 155 Dollar. Der Bund Future, zuerst das ältere Setup, hier würde man dann spätestens eigentlich bei 185,20 ausgestoppt. Er hat aber, wie man hier sieht, Gott sei Dank sich nicht in das Short-Szenario eingestoppt und konnte eben von dieser Unterstützung dynamisch nach oben springen. Aktuell ist auch eben weder Short noch Long, also die obere Marke ist hier die Zielmarke, die 159, doch aber mit dem Weitblick, sage ich mal, von der morgigen EZB-Sitzung kann es hier natürlich deutlich überschießen, also auch hier vorsichtig, das ist jetzt nicht, sage ich mal, ein Selbstläufer, dass es hier klassisch oder lehrbuchhaft dann hier nach unten abprallt. Also deswegen sollte man die Positionsgröße vor der EZB-Sitzung klein halten oder eben an der Seitenlinie warten. Wer weiß, wie morgen dann die Märkte reagieren oder der Draghi, was für Nachrichten er dann verbreitet. Bei Gold, das ist ein falscher Chart, hier war eben dann die Marke runtergesetzt. Eine Ausbruchsmarke eben bei 1077 US-Dollar. Da lief der gestern nicht ganz hin.
Hier ist für mich eben auch Gold. Hier kann man eigentlich einen Aufwärtsimpuls theoretisch zählen. Ja, neutral, also hier wäre eben ab über einen Stundenschluss über dem EMA 200 wären auf jeden Fall auch Long-Positionen denkbar. Zu Öl, was leider nicht gut läuft. Ja, hier hat es eben gestern und eben heute liegt der Kurs an der bärischen Flagge auf. Es wird auch spannend sein, was er dann eben beim Durchbruch, sage ich mal, des letzten Tiefs hier dann macht, ob dann hier eine dynamische Abwärtsbewegung dann startet. Man würde hier auf jeden Fall bei 40, 60 ausgestoppt werden. Also hier kann es sich wirklich noch ein deutliches Tief folgen dann. Das wäre es zunächst von meiner Seite aus. Ich schaue, was ich in den US-Märkten finde und werde dann im Stream ein neues Setup dann präsentieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin allen gute Trades.